Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Wasteland 2. Ja, wir sind in der letzten Folge ja irgendwo bei den Manierlichen gelandet, gestrandet, was auch immer wir da gemacht haben. Also, die waren ja sowieso ein bisschen merkwürdig, und außerdem, ich glaube, sie essen Menschen. Bin mir aber nicht ganz so sicher. Hi, Leon A. Für was steht das A? Ich hoffe doch nicht für irgendwas. Andersrum. Nennen wir ihn andersrum. Der Leo ist andersrum. Nein, das machen wir nicht. Das wäre fies. Das wäre gemein. Sowas tun wir nicht. Alter, wenn wir das da vorhalten, es gibt aber einen ganz ekligen. Ist nicht. Nee. Okay, wir haben die Troller da vom Baum holen wollen. Das hat nicht funktioniert. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen. Ja, Leo, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das für den Nachnamen steht. Ja? Brauchst du jetzt auch nicht sagen, geht mich auch nichts an. Und jo. Ich wollte einfach nur ein bisschen rumblödeln. Ich wollte mal ganz kurz eben hier checken, wie das denn hier aussieht mit unserem Missionchen. Ethan White hat ein Ziegenproblem, haben wir markiert. Wir haben probiert, findet das Heizelement für den Toaster. Und wir haben. Helft Dala einen Schluck Wasser zu bekommen. Mr. Manners will den Kopf von Tori Robertson. Alles in Angels Oracle. Sind wir gerade in Angels Oracle? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Modell von Ulvaiti. Aha. Tool ist aus dem Stück geflohen und Mr. Manners 20. Mr. Manners hat einen Ort und kleinen Verstecks gegeben. Wo sich Tool versteckt halten konnte, er will, dass wir den Kopf zurückbringen. Sollen wir etwas Wasser bringen? Haben wir das nicht gemacht schon? Ist Dala nicht hier die Trulle auf dem Turm? Hier oben? Wächterin Dala. Ich brauche immer noch ein wenig Wasser. Ich werde hier oben ziemlich durstig. Haben wir kein Wasser mehr übrig hier? Sag mal. Irgendjemand? Ich weiß es ja selbst nicht, wie war das. Ist das in der Feldflasche eines Wächters der Manierlichen? Benutzen. Dala, wo bist du? Aha, wieso geht das jetzt nicht? Hallo Daniel. Müssen wir das Ding jetzt erst füllen irgendwo an einem Brunnen oder was? Wer hier rum? Nee, hier sind wir auch noch nicht rumgelaufen, glaube ich. Gucken wir mal, was sich hier noch so findet. Ist das da eine Tür? Nee, da kommen wir nicht rein. Okay, hier hätten wir Wasser, aber ich glaube, das ist nicht ganz so geil, wenn wir da jetzt hier Wasser aus einem ollen Tümpel andrehen. Ja. Wobei. Man soll ja jetzt auch nicht immer meckern. Was haben wir denn hier? Etwas scheint hier vergraben zu sein. Wir können doch jetzt nicht einfach hier Gräber ausheben. Hallo? Wo sind wir denn hier? Wir können doch nicht einfach hier Grabschändung betreiben. Nein, das können wir nicht. Das würden wir auch niemals tun. Oh, Schrott. Schrott, ein bisschen Energiezellen und zerknüllte Geld. Warum sind da Geldscheine in der Glabdin? Moin, Möck. Alles fit bei dir, Möck? Ach, der Daniel hier, der Daniel. Ich kann das nicht aussprechen, es tut mir leid. Oh Gott, ein Furby. Ich hasse diese Furbys. War doch der gestern direkt so rumgemeckert hat, als er hier reingekommen ist, glaube ich, ne? Ja, ich erinnere mich da so ein bisschen an irgendwas. So. Komisch, wir finden Geld, wir finden Müll, wir finden Furbys, aber wir finden keine Leichenteile. Ein bisschen verstörend finde ich das jetzt. Wo können wir denn was organisieren? Müssen wir dafür wieder reingehen oder was? Ach, guck mal, hier ist auch noch was vergraben. Und zwar eine menschliche Hand. Natürlich.
Die finden wir natürlich außerhalb von einem Grab und auf keinen Fall in einem Grab. Auf Wiedersehen, edle Fremde. Ja, sieh mich auch gerade mal. Ich möchte. Wo konnte ich denn Wasser holen? Gab es hier nicht irgendwo einen Brunnen oder sowas? Schluck Wasser, ein Schluck Wasser, ein Schluck Wasser. Ist das hier eine Wasseraufbereitungsanlage? Nee, auch nicht. Komm, ich glaube, wir reisen erstmal weg. Ja, komm, wir reisen jetzt hier wirklich erstmal weg und gucken mal, dass wir in dieses Versteck kommen. Komm. So. Wie auf diesem LKW, auf diesem umgestürzten hier einfach das Chaoszeichen drauf ist aus Warhammer. Oder war es tatsächlich das Zeichen des Korn? Ich weiß es nicht genau. Wir haben hier zwei verschiedene Markierungen. Ich glaube, ich entscheide mich gerade mal für links. Also links oben hier. Du siehst, wie sich Dugans Arbeitsroboter auf deine Position zu bewegt. Ja gut, wir können eh nicht weglaufen, also Angriff. Kaninalen. Oh Gott, Arbeiterbots. Drei Stück, vier Stück. Ich hoffe, dabei bleibt es erstmal, weil wir können uns hier nur ganz schwer jetzt gerade mal verschanzen. Das ist ein bisschen blöde. Rapumps. Rabimmel, rabammel, rabumm. Boah, die haben aber ganz schön viel AP, ey. Heilige Mutter Teresa. Das gefällt mir jetzt gerade aber gar nicht. Machen hier mal ein Hinterhältchen. Plasma haben wir ja. Damit können wir eigentlich nur ordentlich auf die Mutter hauen. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ist egal. Dann komm mal her, Dicker. Böng. Alter, wie weit können die sich denn bewegen? Das ist ja unmenschlich. Ach, sind ja Roboter. Ah, gut, da macht das vielleicht Sinn. Ah. So, die Clique 17. Wir können ein AP verwenden, um hier ein bisschen weiter zurückzugehen. Und dann machen wir das mal hier. Blöp, blöp. Back. Black. Der Todesstrahl. Das klingt doch super. Ey, dit macht Schaden. Heieiei. Ich hoffe, ich schieße nicht daneben. Naja, ich schieße daneben. Natürlich schieße ich daneben. Das ist der mit dem Schrotzenpeter. Ich treffe den nicht, oder? Glaube ich. Ich habe ihn doch getroffen. Manchmal bin ich echt ein bisschen blöd. Nehmen wir den hier. Nom 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 nom. 2 AP können wir nehmen. Dann gehen wir mal eben kurz nach hier. Gib ihm. Scheiße. Voll daneben. Okay, die machen zum Glück nicht so viel Schaden. Der wird auch nur ankommen und nicht. Doch, er schlägt noch. Der Hund. Alter. Der brennt dem aber auch einen auf den Latz hier. Das ist echt ein Träumchen. Okay, der ist fast platt. Das ist super. Eins. Zwei. Mal ausweichen. Den Schrotzi. Ah, Mann. Das ist blöd. Kann er nicht einfach warten gerade mal? Nee, kann er natürlich nicht. Da treffe ich den auch mit.
Ganz kurz eben aus dem Schussbereich hier. Natürlich überleben wieder alle. Schweinerei! Und schon wieder daneben gehauen. Mann! Okay, immerhin hat der Hinterhalt jetzt gegriffen. Wieso gehen die denn immer hier auf meinen Sniper? Das ist doch total unfair. Der hätte noch nichts getan. Also, jetzt nicht so viel. Das gleich dürfen wir erstmal wieder alles flicken hier. So, Todesstrahl auf ihn hier. Treffen. Das macht so viel Schaden. Das ist so heftig. Heftig, heftig. Wie sollte der Arbeitsbot 275 leben? Oh, das ist nicht so schön. Ey, stirben. Stirben, sagt er. Stirben, sagt er. Stirben ist natürlich total falsch. Ne, da geht Code Eye drauf, wenn ich das mache. Oder auch nicht. Na, immerhin. Mal nach hier. Versuch mal drauf zu schlagen. 57. Ich will aber jemanden treffen. Bang. Das Geräusch. Ja, super. Jetzt liegt er. Toll. Zweimal eigenen Mann getroffen. Sollte ich mal aufhören mit der Salve. So. Jetzt sind wir fertig. Cold Eye geht's mehr oder weniger wieder gut. Eher weniger als mehr. Was haben wir denn hier? Wie viel brauchen er? 87 bis 121. Das sind die kleinen hier, ne? 134 bis 153. Das sind die ganz großen. Die sind noch größer und die sind auch noch größer. Das heißt, wir können erstmal anfangen, die kleinen hier wegzuwursteln. Die wiegen ja alle was. Ja, Leon, ist alles fit im Schritt soweit. War heute schon mal ein bisschen schön draußen, an der frischen Luft. Hab wieder ein paar ne Aufnahmen gemacht. Also, ne, Videoaufnahmen. Für unterwegs. Ja, für den nächsten Vlog. Der kommen wird. Ich hoffe, ihr habt alle auch schon das Ankündigungsvideo, mehr oder weniger Ankündigungsvideo zu Life in the Woods gesehen. Verballer die jetzt erstmal hier gerade alle. Kriegt der dann auch nochmal das letzte. Ja, der Kampf ist ein bisschen blöd gelaufen hier. Das kriegen wir hoffentlich das nächste Mal ein bisschen besser hin. Er kriegt auch ein Pflasterchen, würde ich sagen. Ja, machen wir mal alles schön nacheinander. Hallo Nicola. Du warst gestern doch auch schon da, meine ich. Oder vorgestern, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, wann das war. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. So, blub und blub. Jetzt erstmal 10 von den ersten Hilfenkits hier wegmachen, einfach weil die was wiegen und wir die eigentlich gerade gar nicht brauchen. Ich könnte eigentlich auch noch mal kurz eben eine Ankündigung in der Steam-Gruppe raushauen, dann sind es vielleicht mal ein, zwei Viewer oder Watcher mehr. Am Wochenende ist es halt immer noch am besten. Da kommen halt dann auch mal wirklich zweistellige Viewzahlen zustande. Ganz im Gegensatz zu unter der Woche um diese Uhrzeit. Wobei wir es ja tatsächlich schon 3:45 haben. Das heißt, der Theorie nach könnte es eigentlich... Okay, die haben alle... Okay, nachladen ist eine gute Idee, das stimmt. Aber die haben alle nichts dabei. Das heißt, die können jetzt erstmal abhauen. Wo ist denn hier der Ausgang von der Map? Hallo? Ausgang? Ach, da kommen wir rüber, okay. Allerdings bringt uns das jetzt auch nicht so wirklich vorwärts. Weil wir hier überall nicht weiterkommen. Vielleicht hier oben irgendwo. Oh, da waren wir ja gerade.
Jetzt hatte ich mich gerade auch tatsächlich schon erschreckt, weil hier wieder diese Arbeiterbots rumlagen. Hab gedacht, ach da, guck mal, schau, da hätten wir uns eigentlich fast vorbeischleichen können. Mit ein bisschen Glück. Naja, haben wir jetzt nicht gemacht. Dann würde ich auch sagen, machen wir jetzt hier mal fürs Let's Play gerade ganz kurz einen Cut. Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.